In der vergangenen Nacht, es war kurz nach Mitternacht, haben Kollegen einen Pkw einer Verkehrskontrolle in der Innenstadt unterziehen wollen. Dieser entzog sich dann durch Flucht dieser Kontrolle und kurze Zeit später verunfallte dieses Fahrzeug in der Wernerstraße, Ecke Karl-Liebknecht-Straße. Der Fahrzeugführer war in einen parkenden Pkw hineingefahren. Er ist dann fußläufig geflüchtet, es wurden sofort Fahndungsmaßnahmen nach ihm eingeleitet. Und als die Kollegen das Auto in Augenschein nahmen von ihm, stellten sie sprengstoffverdächtige Gegenstände im Auto fest. Das bedeutet für die Polizei, da wird nicht weiter rangegangen, das sind festgeschriebene Prozesse. Da werden Spezialisten der Brandenburger Polizei hinzugezogen, die dann auch kamen, die Gegenstände in Augenschein genommen haben, sichergestellt haben und mitgenommen haben zur Untersuchung. Der Mann, der da flüchtig war, konnte kurze Zeit später in Cottbus in der Stadt festgestellt werden. Er hatte über 1 Promille Atemalkohol. Es wurde eine Blutprobe angeordnet und er wurde vorläufig festgenommen. Er macht zu seinen Handlungen keine Angaben. Das Fahrzeug wurde sichergestellt, kriminaltechnisch untersucht und die Ermittlungen dauern weiterhin an.